Willkommen zurück zur 41. Folge Let's Play Civilization 3 nach dem Sieg. Wie geht es nach dem Sieg weiter? Welche Siege können wir noch erringen? Ja, in der letzten Folge wurde das Weltwunder-Apollo-Programm fertiggestellt. Und ich will eigentlich so weit kommen in dieser Folge, dass ich vielleicht die ersten Module anfange zu bauen. Im Moment bin ich hier gerade bei dem Problem, dass ich mit meinen Panzern nicht durch das gegnerische Land komme, weil einfach alle Felder mit Einheiten vollgestellt sind. Ja, da muss ich mal eben warten. Schätze ich. Vielleicht ergeben sich ja da noch Möglichkeiten. Sogar zwei Kavallerien drin. Und hier gibt's ein paar Einheiten zu disbanden. Nein. Kavallerie kommt auch hier runter. Und die Runde ist vorbei. Mal gucken, ob sich jetzt hier was entwickelt. Ja, da ist gerade was. Ah, jetzt wurde es wieder zugestellt. Tja, war ein bisschen doof. Ob ich da irgendwo durchkomme? Warwick, Liverpool. Hier ist ein Hospital fertig, das ist schön. Mal gleich die Factory angehen. Und Gira. Da ist ein Gerichtsgebäude fertig. Das bringt gleich wieder Schub hier. Gut. Integrated Defense. Ja. ICBMs kann ich damit vom Himmel holen. Ja, nett. Brauche ich gerade nicht wirklich irgendwie. Ja, hier ist was frei. Was ist das denn? Ein Mounted Warrior. Von den Irokesen. Nee, ich wollte dich doch gar nicht. Nein, nein, nein. Ich wollte doch den Mounted Warrior angucken. Boah. Was für Werte, ja. Ja, sehr schön. Gerade was frei. Dann kommt mal durchgeschlüpft. Der hat es noch ein bisschen schwierig. Komm mal hier durch. Alles vollgestellt. Dann vielleicht hier rüber. Okay, auch diese Stadt ist jetzt fertig angebunden. Gehen wir mal nach hier unten weiter. Macht weiter damit. Immer schön weitermachen. Das ist auch fertig angebunden. Hier sind sie ja auch schon dabei. Das ist auch schon fertig.
Hier müssen mehr Mech-Infanterien gebaut werden. Viel mehr Mech-Infanterien müssen da gebaut werden. Muhahaha. Ja, oder so. Ab nach Templin. Gewusel, Gewusel. Da gibt es noch so ein paar Flaschenhälse, wie wir sehen. Wo immer noch viel rumgewuselt wird. Wir machen über 1000 Schulden pro Runde. Ist ja irre. Ja, wenn ich alles erforscht habe, also es ist ja nicht mehr viel übrig. Jetzt kommt Amphibious War als nächstes in 4 Runden. Dann werde ich auch mal die Forschung runterstellen. Und bei... Die Forschung runterstellen und versuchen, oder mal zumindest mal gucken, ob es überhaupt möglich ist, dass ich... Runde zu Ende. Ob es überhaupt möglich ist, dass ich hier Plus machen kann. Ja. Also jetzt bin ich wieder bei unter 1000 pro Runde, die ich Minus mache. Aber ich denke mal schon, dass es möglich ist. Ich meine, ich habe ja doch ziemlich viele Städte. Da wird es schon drin sein irgendwo. Vielleicht bei 60, 50, 60% oder sowas Wissenschaft. Vielleicht auch 40 nur. Mob destroyed the courthouse. Das ist sehr unschön, weil ich wieder verpeilt habe. Irgendwo das Civil Disorder zu beenden. Ja, selber schuld. In Warwick war das. Ja, okay. Brauchen wir dringend eine Bibliothek. Da ist eine Bibliothek fertig geworden. Das ist auch sehr cool. Das gibt sofort Ausbreitung. Ja. Das ist schlecht hier in Warwick. Da habe ich jetzt. Ja, gut, ist klar. Bei Disorder ist sowieso keine Produktion vorhanden. Und Gera noch. Wo liegt denn Gera? Ungewöhnlicherweise nicht bei Jena, aber irgendwo bestimmt. Gut. Viele Flaschenhälse zu schließen.
Es müssen natürlich auch noch viele Mech-Infanterien gebaut werden. Oh ja. Okay. Vielleicht dort. Schaue ich mal nach hier oben. Könnte ich einfach mal hier eine Straße bauen? Und das durch das Bauen von Mech-Infanterien und das Disbanden von alten Einheiten. Ah ja, jetzt sieht man auch gleich, dass sie hier runterkommen und mal wieder was tun hier bei den Städten, wo aktuell so viel Verschmutzung herrscht. Jetzt können sie sich halt schneller durch die Gegend bewegen. Und das bringt auch gleich was. Das kann ich halt auch mal disbanden. So viele Kavallerien. Jetzt habe ich jede Menge Fehler gemacht. Ich wusste nicht, dass wenn man F gedrückt hält, irgendwie alles sich festsetzt. Das ist ja mitunter ein bisschen doof. Ah, hier zum Beispiel. So, ich hoffe, das waren nicht so viele. Hier auch noch. Okay. Stattdessen noch irgendwas, was wir bauen können. Na, dann baue ich mal hier so ein erstes Modul fürs Weltall. Weil ich mich da verbaut habe. Verbauen führt zu Weltraumforschung. Ich sag's immer wieder, verbauen führt zu Weltraumforschung. Die Flaschenhälse. Vielleicht sollte ich nochmal durch die Gegend gucken und gerade an den Flaschenhälsen dann nochmal klicken. Dass da Straßen gebaut werden. Hui. Sehe ich ja gar nicht durch hier. Nehmen wir mal an, hier ist eine Mech-Infanterie zu viel.
Warum nicht? Ja, hier ist die Verbindung auch da. Schauen wir mal nach hier oben, da ist jetzt auch noch einiges zu machen. Und die Runde ist zu Ende. Nürnberg hat Civil Disorder. Oh, hier sind wir auch fertig. Eine weitere Stadt, die jetzt mit Mech Infantry anfangen kann. Und das Manhattan-Projekt ist fertig. Oh, das ist ein krasses Symbolbild. Ja, alles kaputt und zerstört im Hintergrund und die Bombe ist vorhanden. Ja, eine Wüstenstadt, wie wir sehen. Das ist natürlich auch für Solar besonders gut. Jetzt können wir hier Tactical Nuke und ICBM bauen. Machen wir aber nicht. Nö, nö, nö. Wir bauen fleißig Mech Infantry. Civil Disorder in Riga. Portsmouth. Kohlegrube. Ja, ist doch eine ganze Menge. Civil Disorder. Ich habe eins vergessen. Riga, Portsmouth und Kohlegrube. Irgendeine Stadt fehlte aber. Hier ist Riga. Ah, Nürnberg fehlte. Jetzt noch Kohlegrube. Und dann haben wir es schon. Weitermachen.
also eine Querverbindung einbauen. Disband this. So, auch Gelsenkirchen hat jetzt seinen Panzer bekommen. Dann belade mal. Okay, jetzt ist es voll. Und die schicke ich auch nach New Amsterdam. Und die Runde ist zu Ende. Disorder in Novgorod. Nicht das Ding hier noch disbanden. Novgorod und Helgoland und Sassnitz und Münster. Okay, Novgorod finde ich. Müsste hier irgendwo sein. Sassnitz und Münster finde ich auch. Allerdings. Helgoland, ah ja, okay. Alles gefunden. Nein, du machst natürlich weiter mit Mech Infantry. Was Besonderes. Oh. Oh, direkt angekommen. Mit
der direkt ankommt, dann kann der hier auch direkt ankommen. Tatsächlich. Das hilft doch ordentlich, ja? Kann ich auch mal hoch gucken. Runde zu Ende. Warum wollt ihr einfach sowas von mir? Paris? Da ist die Offshore-Plattform fertig. Und ansonsten auch alles, bis auf die Police Station. Und wenn die USA schon so komische Forderungen stellt, dann ist es natürlich möglich, dass die sagen, dass sie Krieg gegen uns führen wollen. Mal schauen. Paris und Jena. Ich hoffe natürlich nicht, dass das so ist. Aber man kann ja nie wissen. Auch die Offshore-Plattform fertig. Das ist schön, dass der Cultural Influence wieder expanded ist. Und jetzt haben wir auch nur noch eine Source of Uranium. Obwohl ich ja überhaupt nichts gebaut habe bisher, was Uran braucht. Außer vielleicht den Flugzeugträger. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob der unbedingt Uran braucht. Also jetzt im Spiel zumindest. Naja. Ich habe jetzt vergessen, welche Städte hier wieder aufbegehrt haben. Paris, glaube ich, noch. UE Paris? Ah. Ja. Okay. Ist die Library-Welt fertig? Das ist cool.
Ja, mal schauen, was der. Ja, die mögen uns immer noch sehr. Ja, soll passieren. Außer, dass sie uns knuddeln. Gut, viele Städte vernetzt. Hier ist mein letztes Uranium. Selbstverständlich keine Modern Armor gebaut. Wo sind wir? Da. Es geht voran. Dieses Ganze durch die Gegend gezuppel wird schon weniger. Ist eigentlich immer nur noch so ein Ankommen. In vielen Fällen.
Und die Runde ist zu Ende. Da ist das Masttransitsystem in meiner Hauptstadt fertig. In Berlin. Und jetzt ist alles in Berlin fertig, endlich. Können Sie mal noch einen zweiten Mech Infantry bauen. Und hier ist eine erste Komponente fertiggestellt worden. Die Thrusters sind complete. Also anscheinend die... Ja, die... Boah, wie soll ich es nennen? Diese Raketenhüllen. Ja. Aber wie ihr seht, fehlen hier noch viele Teile. Okay. Ja, die erste Komponente ist fertiggestellt. Und Portsmouth ist... Gibt's Disorder? Ja, ich baue hier einfach mal ein Aquädukt, auch wenn ich das niemals überschreiten werde. Ja, von daher ist es total unsinnig, das zu bauen. Ich weiß halt nicht, wann ich eine Fabrik bekomme. Ach nee, die habe ich ja schon. Police Station kann ich noch bauen. Let's do so. Okay, Halle und Portsmouth. Zack. Zack. Du kannst hier gleich noch eine Straße bauen. Orte, wo noch aufgefüllt werden muss. Für die zweite Mech Infantry. Oder vielleicht allgemein die zweite Verteidigungseinheit. Da scheint noch ein großer Flaschenhals zwischen Grenoble und Richmond. Naja, wie auch immer. Irgendwie so.
Ja, wir haben das erste Weltraummodul fertiggestellt. Das soll es gewesen sein für dieses Let's Play. Und ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.